Kann die künstliche Intelligenz die Welt retten? Wird der technische Fortschritt durch die künstliche Intelligenz so stark ansteigen, dass er alle Weltprobleme lösen kann? Ist die KI wirklich die Erlösungstechnologie? Am besten ist, du schaust dir das gesamte Video an, um Antworten zu bekommen. Die Welt hat große Probleme heutzutage. Wir haben ein neues Artensterben. Die Menschheit hat sich so weit ausgebreitet, dass wir immer mehr Lebensräume von anderen Tieren verdrängen. Wir stoßen CO2 in ungeheurem Ausmaß aus. Die Wissenschaft sagt, der Klimawandel ist die Folge davon. Die Folge davon ist Massendürren, die Folge davon ist erhöhte Temperatur, die Folge davon ist Steigen des Meeresspiegels, die Folge davon ist Zerstörung von immer mehr Lebensraum für Menschen und für Tiere. Wir haben Todeszonen in den Meeren, wo nichts mehr leben kann. Wir haben teilweise mehr Mikroplastik im Meer als Plankton. Ganze Landstriche sind nicht mehr bewohnbar, weil dort nukleare Unfälle passiert sind. Gleichzeitig haben wir eine ungeheure Ungleichheit weltweit. Auf der einen Seite Menschen, die im Luxus leben, auf der anderen Seite Menschen, die noch immer an Hunger sterben. Das heißt, die Menschheit steht vor ungeheuren Herausforderungen. Das herrschende Narrativ ist, dass wir uns unserer eigenen Lebensgrundlage berauben. Wir zerstören die Welt, auf der wir selber leben. Nun sind diese Untergangsszenarien nichts Neues. Schon Robert Malthus hat 1798 ein Buch geschrieben, wo er vorhersagte, dass, wenn die Menschheit weiter wachse, sie irgendwann einmal nicht mehr genug zu essen hätte. Zusätzliche Menschen würden zwar zusätzliche Nahrung produzieren, aber auch wieder mehr Kinder bekommen und dadurch die Lebensmittelknappheit nur verschlimmern. Das heißt, schon seit damals gibt es Menschen, die den Untergang vorhersagen. In den 1970er Jahren wurde auch der Club of Rome dadurch bekannt. Der Club of Rome war eine Gruppe von Wissenschaftlern, die davor warnten, dass wir Peak Oil, also das Maximum an Ölforderung, bald erreichen würden. Und da unsere moderne Lebensweise so von Erdöl abhängig ist, wäre dies das Ende unserer heutigen Zivilisation. All diese Vorhersagen sind bis jetzt zum Glück nicht eingetroffen. Die Frage, die bleibt, ist unser technischer Fortschritt wirklich so schädlich? Zerstören wir durch den technischen Fortschritt wirklich unsere Lebensgrundlage? Ist der nächste Schritt, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, wirklich auch dazu verdammt, die Welt immer schlechter und schlechter zu machen? Stimmt dieses Narrativ überhaupt? Nun ja, diesem Narrativ kann ein anderes Narrativ entgegengesetzt werden. Eine berechtigte Frage ist doch, wenn Menschen an Hunger sterben, wenn es so eine große Ungleichheit gibt auf der Welt, warum überhaupt Ressourcen dafür aufwenden, künstliche Intelligenz zu entwickeln? Wieso überhaupt technischer Fortschritt, wenn wir diese Ressourcen doch nutzen könnten, um einmal ein gutes Leben für alle auf diesem Planeten zu erreichen? Dies ist tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Diese Frage wird sich jedoch beantworten, wenn wir uns das andere Szenario anschauen, wenn wir uns das andere Narrativ ansehen. Versetzen wir uns zurück ins 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, wo Karl Benz beispielsweise daran gearbeitet hat, dass er Automobile entwickelt. Auch damals gab es ungeheure Armut, auch damals gab es ein ungeheures Ungleichgewicht zwischen sehr reichen Menschen und sehr armen Menschen. Auch damals gab es schon Umweltzerstörungen. Man hätte damals auch sagen können, Herrst, Karl Benz, wieso entwickelst du überhaupt hier Motoren? Wieso versuchst du das Automobil verkaufsfähig zu machen? Nutze doch dein Geld, um die Armut in der Welt zu beseitigen. Dies wäre aus der damaligen momentanen Sicht vermutlich ein guter Ratschlag gewesen. Allerdings, was das vergisst, ist die Entwicklung, die das Automobil mit sich gebracht hat. Wenn wir heute über das Automobil reden, reden wir meistens nur über den Verkehrslärm, reden wir über den CO2-Ausstoß, reden wir darüber, dass so viele Straßen existieren und alles zubetoniert wird. Wir reden eigentlich fast nur über die negativen Folgen des Automobils. Allerdings, wir sehen nicht, was das Automobil alles ermöglicht hat. Wir sehen nicht, wie ein schnelleres Transportmittel ungeheure Wohlstandsvorteile für sehr, sehr, sehr viele Menschen brachte. Das Automobil, natürlich neben anderen Erfindungen, war einer der Hauptgründe dafür, warum überhaupt der heutige Wohlstand möglich wurde. Weil durch die Erfindung eines Automobils wurde auf einmal kostengünstiger Transport überhaupt erst möglich.
Durch kostengünstigeren Transport konnten Güter schneller und günstiger transportiert werden. Dadurch konnten Güter in weiterer Folge günstiger werden. Dadurch wurden sie überhaupt erst erschwinglich. Hinter dieser auf den ersten Blick sinnlosen Erfindung und dem sinnlosen Einsatz von Kapital steht in weiterer Folge natürlich ein ungeheurer Produktivitätsfortschritt. Dieser ungeheure Produktivitätsfortschritt hat ja auch erst dazu geführt, dass überhaupt so viele Menschen geboren werden konnten. Durch technischen Fortschritt stehen medizinische Apparate mehr Menschen zur Verfügung zum Beispiel. Durch medizinischen Fortschritt können mehr Menschen zum Beispiel mit dem Auto ins Spital geführt werden erst. Früher war es so, bis der Arzt da war, der Arzt war vielleicht 2 Tagesreisen entfernt, musste mit der Kutsche anreisen. Heute kannst du mit der Rettung abtransportiert werden. Das heißt, es können Menschenleben dadurch mehr gerettet werden. Durch immer mehr technischen Fortschritt, medizinischen Fortschritt, Fortschritte im Verkehrssektor, war es erst möglich, dass so viele Menschen auch überlebten. Das heißt, diese positive Seite, die wird oft vergessen, wenn wir technischen Fortschritt betrachten. Das ungeheure Bevölkerungswachstum, das wir im 21. Jahrhundert erleben konnten, ist zu großen Teilen nur durch den technischen Fortschritt möglich gewesen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, genau dieses Bevölkerungswachstum ist ja das Problem. Allerdings, was wäre ohne diesen technischen Fortschritt mit dir gewesen? Hättest du überlebt, wenn es nicht so gute medizinische Versorgung gegeben hätte bisher? Man muss sich vorstellen, im 17. Jahrhundert, bevor der technische Fortschritt da war, gab es noch eine ungeheure Kindersterblichkeit. Vielleicht existierst du nur aufgrund der Erfindung des Automobils. Klingt sehr plakativ, klingt sehr weit hergeholt, aber Fakt ist, wir und ein großer Teil der Menschen existieren nur aufgrund von technischem Fortschritt. Das Narrativ der negativen Seiten des technischen Fortschritts vergisst das große Narrativ der positiven Effekte des technischen Fortschritts. Und hier können wir an die Frage anknüpfen, ob eine künstliche Intelligenz uns retten wird. Ja, man könnte heute auch sagen, warum entwickelt ihr künstliche Intelligenz? Warum versucht ihr auf den Mars zu fliegen? Allerdings, was wir nicht sehen, ist die unglaublichen Produktivitätsfortschritte, die möglicherweise durch KIs möglich werden. Was wir übersehen, ist die positiven Folgen, die KI mit sich bringen kann. Das heißt, es gibt auch hier 2 Möglichkeiten. Ja, die eine, die negative Sicht ist, okay, mittels KI werden noch mehr Ressourcen abgebaut werden, mittels KI wird noch mehr Umwelt zerstört werden, mittels KI werden mehr Kriege ausgefochten werden, diese Kriege werden mehr Menschenleben fordern, mittels KI wird mehr Überwachung möglich, durch KI wird die Ungleichheit steigen, weil immer mehr Arbeitsplätze ersetzt werden, durch KI werden die Reichen reicher werden und die Armen ärmer. Dies ist die negative Sicht. Und vermutlich werden Teile dessen auch passieren. Allerdings, lasst uns auf das positive Narrativ blicken. Lasst uns nicht vergessen, was Produktivitätsfortschritte eigentlich bedeuten. Produktivitätsfortschritte bedeuten Freiwerden von Möglichkeiten. Produktivitätsfortschritte bedeuten Freimachen von Potenzial. Produktivitätsfortschritte bedeuten besserer Einsatz von Ressourcen. Das heißt, es kommt in der Tat aufs Ziel an. Wenn unser Ziel eine nachhaltige Lebensweise ist, bedeutet Produktion von Energie durch nachhaltige Energiequellen erstens und zweitens Wiederverwendung von sämtlichen Ressourcen, die wir verwenden. Dass wir irgendwann einmal aufhören, neue Ressourcen abzubauen und Müllhalden zu produzieren, sondern dass wir in eine Art Kreislaufwirtschaft gelangen. Das muss das Ziel sein. Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Energiegewinnung. Jeder Rohstoff, den wir verwenden, muss im Anschluss wiederverwertbar sein. Das heißt, Stichwort Cradle to Cradle, also alle Rohstoffe wieder rückführbar machen in den Kreislauf. Dies sind schwierige Herausforderungen. Diese Herausforderungen verlangen eine ungeheure Produktivität. Diese Herausforderungen verlangen eine ungeheure Kreativität. Jetzt kann künstliche Intelligenz genau für diese Dinge eingesetzt werden. Produktivitätssteigerung kann in eine positive Richtung, kann in eine negative Richtung gelenkt werden. Wir können künstliche Intelligenz nutzen, um uns produktiver zu machen, aber produktiver in eine positive Richtung. Das heißt, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, um Ressourcen nachhaltiger wiederzuverwenden, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen können, um bessere Batterien zu entwickeln, nachhaltige Batterien zu entwickeln, um wiederum von Kohle wegzukommen, von Gas wegzukommen, wenn wir
den Verkehrssektor revolutionieren, dass er auf nachhaltigen Beinen steht. Wenn wir es schaffen, wirklich zu Systemen zu kommen, die kreislaufwirtschaftlich basieren, dann haben wir viel erreicht. Dorthin werden wir nicht gelangen, wenn wir auf begrenzte Computerkapazitäten setzen. Dorthin werden wir nicht gelangen, wenn wir veraltete Technologien verwenden. Wird uns eine KI retten? Die Möglichkeit besteht. Aber etwas fehlt hier noch, weil Technologie alleine rettet nicht. Der Glaube, dass wir nur eine künstliche Intelligenz entwickeln müssten und danach die Rettung schon da wäre, dies ist ein Irrglaube. Es gibt hierzu ein sehr gutes Buch, das Buch Geek Heresy von Kentaro Toyama. Toyama war Mitarbeiter bei Microsoft und er machte eine erstaunliche Entdeckung. Er machte die Entdeckung, dass der Glaube daran, dass Technologie alleine schon positiven sozialen Wandel herbeibringen kann, dass dies ein Irrglaube ist. Er machte die Entdeckung, dass wenn du nur Maschinen hernimmst, wenn du Computer hernimmst und irgendwo in Indien in Schulen zum Beispiel gibst, dass sich hier nichts ändert. Die Frage, ob Projekte gelingen oder nicht, ist nie eine nur technologische Frage. Dieser Glaube, der auch im Silicon Valley sehr stark existiert, dass du nur eine neue App herausbringen musst, dass du nur ein neues Programm entwickeln musst und schon wird sich positiver sozialer Wandel einstellen, dies ist ein Irrglaube, so Toyama. Das heißt, was wir bei der Frage, ob uns KI retten wird, nicht vergessen dürfen, ist, dass Technologie alleine niemanden rettet, sondern es kommt auf den Einsatz dieser Technologie an. Und es ist spannend, dies auch aus dem Mund eines Ex-Microsoft-Mitarbeiters zu hören. Was Toyama also in mehreren Studien herausfand, war, dass technischer Fortschritt immer auch gleichzeitig mit sozialem Wandel, mit sozialem Fortschritt, mit gutem Mentorship, mit guten Lehrern verbunden sein muss. Und das ist, glaube ich, der fehlende Puzzlestein im Moment. Ja, wir haben ungeheure technische Fortschritte. Wir werden ungeheuer produktiv. Was wir allerdings nicht vergessen dürfen ist, dass sozialer Wandel durch uns Menschen kommt. Durch unsere Einstellung, durch das, wie wir sprechen, dadurch, wie wir uns sozial verhalten, durch unsere Moralvorstellungen. Das heißt, ja, wir müssen an der KI arbeiten. Ja, wir müssen schauen, dass wir unsere wirtschaftlichen Kreisläufe schließen. Wir müssen schauen, dass wir auf nachhaltige Energieformen umsteigen. Wir müssen schauen, dass wir Materialkreisläufe schließen. Wir müssen an der Technik arbeiten. Aber gleichzeitig gilt es, daran zu arbeiten, dass unser Bewusstsein sich verändert. Gleichzeitig gilt es, an uns und unseren Einstellungen zu arbeiten. Es gilt darum, uns auch als Menschen selber weiterzuentwickeln. Wir müssen unsere Gefühle integrieren, wir müssen sozial kompetenter werden, wir müssen die alten Machtkämpfe endlich hinter uns lassen, wir müssen uns tatsächlich mehr mit philosophischen Themen befassen, wir müssen uns mit Moral und Ethik befassen. Ja, ich denke, nur dann wird die KI mit Hilfe von uns in der Lage sein, eine positivere Welt für uns alle zu schaffen.